Haiti, Port-au-Prince. Fast 2 Jahre nach dem Erdbeben. Immer noch leben etwa 550.000 Menschen in Notunterkünften. Der Orkan Thomas und die vor einem Jahr ausbrechende Cholera-Epidemie haben ebenfalls katastrophale Spuren hinterlassen. Auch Wesner hat schwierige Zeiten erlebt. Nach dem Erdbeben wurde seine Mutter sehr krank. Sein Vater konnte sich nicht mehr um ihn kümmern und brachte ihn in dieses SOS-Kinderdorf. Heute lebt der 12-jährige Junge mit 9 anderen Kindern und seiner SOS-Kinderdorf-Mutter Andrena. Préparer manger pour yo et puis aider yo na faire l'école yo juste pour capable bailler une bonne moyenne bien entretenir yo bailler l'amour bailler affection tout ça yo maman ka bailler une petite. Oh oui frère, let's tu as oublié ton cahier. Tiens. Jeden Tag geht Wesner zur SOS Hermann-Gmeiner-Schule. Der Zugang zur Bildung ist ein wichtiger Teil des Rehabilitierungs- und Wiederaufbauprogramms von SOS Kinderdorf in Haiti. Vor dem Erdbeben besuchten 500 Kinder diese Schule. Heute sind es 1200. Wesner mag die Schule und ist ein guter Schüler. In der Schule SOS, ich möchte die explicar nos leçons. Elle chaque les non pas comprendre, il est toujours là pour l'expliquer nous. Parce que jouer c'est football, même moi je joue football. SOS Kinderdorf renoviert und baut neue staatliche Schulen und Gemeindeschulen wie diese in Santo. 4 weitere Schulen sind allein in Les Cayes geplant. Sie werden vom Staat oder von den Gemeinden verwaltet. SOS Kinderdorf plant auch den Bau eines Trainingszentrums für Lehrer. Neue Lehrmethoden werden zusammen mit der Universität von Port-au-Prince entwickelt. Dans notre système à nous, c'est un système où c'est le maître qui fait tout. Donc maintenant avec la on veut approcher la nouvelle philosophie de l'éducation des SOS où c'est l'enfant qui est au centre de sa formation. In den 2 Jahren nach dem Erdbeben hat SOS Kinderdorf mehr als 500 Kinder wie Wesner ins SOS Kinderdorf in Santo aufgenommen. Die Eltern sind entweder während des Erdbebens verstorben oder vermisst, oder sie sind zu arm, um für ihre Kinder zu sorgen. Vor dem Erdbeben half SOS Kinderdorf schon mehr als 4000 Kindern durch unterschiedliche Sozialprogramme in Port-au-Prince und Cap Haïtien. Heute hilft SOS Kinderdorf fast doppelt so vielen. Für die jüngeren Kinder betreibt SOS Kinderdorf ein Sozialzentrum in Santo sowie Gemeindezentren. Die Jungen und Mädchen können da spielen und essen. Derzeit bekommen ca. 2700 Kinder täglich ein warmes Essen, das von den Mitgliedern der Gemeinde vorbereitet wird. Pour aider les enfants, SOS également pense à appuyer les familles, à aider les familles, afin qu'ils arrivent à prendre en charge leurs enfants. Parce que les familles haïtiennes les plus défavorisées n'arrivent pas à donner un plat chaud à leurs enfants par jour. Im Sozialzentrum können die Erwachsenen an unterschiedlichen Kursen teilnehmen, um ihre Lese- und Schreibfähigkeit und andere Fähigkeiten zu verbessern. Marietta Richard ist die Mutter 2 Kinder. Sie nimmt regelmäßig an diesen Aktivitäten teil. Die représentent un grand changement parce que m'apprendre vivre ensemble, m'apprendre vivre avec monde et puis moi plus remettre monde. Das Nothilfe- und Wiederaufbauprogramm in Haiti ist eines der größten Hilfsprojekte von SOS Kinderdorf. Für Kinder wie Wesner handelt es sich um einen Hoffnungsschimmer für eine bessere Zukunft. Comme travail, l'aime grand moi t'a aimé. SOS Kinderdorf arbeitet unablässig daran, die Lebensbedingungen und die Zukunftsperspektiven der Kinder Haitis zu verbessern.